Seit Jahren sind sie unzertrennlich, Bob der Kater und James Bone der Straßenmusiker. Als Bob damals in seinem Hausflur auftauchte, war das die Wende für James. Er war obdachlos, drogenabhängig und hatte sich so gut wie aufgegeben. Der verwahrloste Kater gab James eine Aufgabe und er schaffte den Entzug. Ich wollte nicht, dass Bob die dunkle Seite meines Lebens sieht. Das gab mir den Anstoß, mich am Riemen zu reißen. James investierte sein letztes Geld in Medikamente und Futter für das verletzte Tier. Mit Bob an seiner Seite hat er zum ersten Mal einen geregelten Tagesablauf. Für James war das die Rettung. Er sagt, der Kater habe ihn adoptiert. Er ist ein Modefreak, er trägt gerne Schals und andere Klamotten. Das Buch, das James über seine Freundschaft mit Bob geschrieben hat, ist inzwischen in 28 Ländern erschienen und auf den Bestsellerlisten gelandet. Bob lässt sich von dem Erfolg nicht beeindrucken, aber genießt die Aufmerksamkeit wie am ersten Tag. Er setzte sich vor mich hin und sah einfach zum Verlieben aus. Als ich zu spielen begann, blieben die Leute sofort stehen, gaben mehr Geld und waren auf einmal daran interessiert, mit mir zu reden, statt mich wie sonst zu ignorieren. Bob ist in London ein Star und bekommt die eine oder andere Extrawurst. Er ist das einzige Haustier, das einen U-Bahn-Pass hat. Aber er ist kein Haustier, sondern ein Mensch im Körper einer Katze. Noch immer begleitet Bob seinen Freund James auf Schritt und Tritt. Doch Sorgen ums Überleben müssen sich die beiden nun nicht mehr machen. Der verwahrloste Kater gab James eine Aufgabe und er schaffte den Entzug. Ich wollte nicht, dass Bob die dunkle Seite meines Lebens sieht. Das gab mir den Anstoß, mich am Riemen zu reißen. Bob lässt sich von dem Erfolg nicht beeindrucken, aber genießt die Aufmerksamkeit wie am ersten Tag. Er setzte sich vor mich hin und sah einfach zum Verlieben aus. Als ich zu spielen begann, blieben die Leute sofort stehen, gaben mir. Seit Jahren sind sie unzertrennlich, Bob der Kater und James Bone der Straßenmusiker. Als Bob damals in seinem Hausflur auftauchte, war das die Wende für James. Er war obdachlos, drogenabhängig und hatte sich so gut wie aufgegeben. Er ist ein Modefreak, er trägt gerne Schals und andere Klamotten. Das Buch, das James über seine Freundschaft mit Bob geschrieben hat, ist inzwischen in 28 Ländern erschienen und auf den Bestsellerlisten gelandet. James investierte sein letztes Geld in Medikamente und Futter für das verletzte Tier. Mit Bob an seiner Seite hat er zum ersten Mal einen geregelten Tagesablauf. Für James war das die Rettung. Er sagt, der Kater habe ihn adoptiert.